Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich, wenn ich reise, ein ziemlicher Glückspilz bin. So auch diesmal. Wie ihr wisst ja auch, das mit dem Hundeanhänger, der wurde schon zweimal repariert und das fährt sich alles nicht. Das ist nicht massiv und ehrlicherweise, wenn wir mal irgendwann mal irgendwie einen Unfall hätten, dann hätte dieser kleine schwarze Hund da auch ziemlich schlechte Karten und das will ja auch niemand. Ich habe also gestern einfach mal in meiner Verzweiflung bei eBay Kleinanzeigen geguckt und ja gut, was findest du auf eBay Kleinanzeigen? Gebrauchte normale Hundeanhänger, mit denen du deinen Hund halt zum See fahren kannst oder vielleicht auch zum See noch zurück, aber dann brauchst du eigentlich auch schon einen neuen Anhänger. Aber da ich riesen Glück habe, habe ich wirklich auf eBay den Scovi gefunden. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der wird hier oder da oder hier oder da, irgendwo wird er jetzt verlinkt. Wird er? Und der Scovi hat tatsächlich den allerersten Fahrradwohnwagen Deutschlands gebaut und wird, er nennt sich sich selber so, sondern der kleinste Erste. Kleinste Erste? Na gut, der kleinste Erste. Wird vom MDR auch als Urvater des Fahrradwohnwagen bezeichnet. Also, ich glaube, das ist eine solide Basis für einen vernünftigen Fahrradanhänger. Und den haben wir jetzt hier. Das sieht hier so aus. Da werden gerade noch die letzten Anpassungen vorgenommen, damit ich da nämlich hier hinten noch mal so ein paar Boxen dran machen kann. Das heißt, ich werde auch das ganze Gewicht vom Fahrrad runterkriegen, weil ich das einfach hier hinten noch dran bastel. Ja, und so sieht das ganze Ding hier jetzt aus. Ach, richtig, richtig solide. Ich freue mich schon. Leider geht es erst nächste Woche damit los. Ich würde es am liebsten heute schon ausprobieren. Aber und dann auch mal wirklich ein schönes, sicheres Zuhause. Kann gleichzeitig wunderbar rausgucken. Gut, für Regenschutz müssen wir uns noch was überlegen. Ich denke mal, dass ich einfach die Plane vom alten Anhänger drauf mache. Oder ganz einfach, wie wir es bisher auch gemacht haben, die gute alte Plastiktischdecke aus dem Baumarkt draufhauen und fertig. Solarzellen sind auch Erledigt. schon. Vielen, vielen Dank. Solarzellen sind schon bestellt. Neue Powerbank ist bestellt, weil alles leider zerstört wurde beim letzten großen Regen und durch die Nutzung. Ja, und hiermit geht es dann nach der kleinen Pause, die ich jetzt erstmal habe, hoffentlich nächste Woche dann weiter. Ob es dann Richtung Norden geht, wir wissen es noch nicht. Vielleicht geht es auch einfach über die Alpen. Ah, das ist wirklich eine geniale Konstruktion. Richtig, richtig gut. Ja, Scobi, vielen, vielen Dank, dass du dieses tolle Projekt umgesetzt hast. Gerne. Und danke Universum, dass du mir genau das geliefert hast und nicht irgendeinen Haufen, der nicht hält. Ich hoffe, das hält auch, aber da gehe ich stark Also, davon aus. ich glaube, du hast ja schon gesagt, wenn der Smart damit kollidiert, hat der Smart halt Pech gehabt. Ja, Ne? aber ganz schwer. Nein, kann ich. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl. Ja, dann packen wir das jetzt alles. Das wird jetzt auch noch ein bisschen schwierig. Ich habe nämlich Wilhelm auch dabei. Den habe ich heute abgeholt. Der steht da hinten. Und das alles muss in dieses Auto. Und das Ganze muss auch heute noch irgendwie nach Bremen. Aber egal. Darüber freue ich mich. Und der Rest ist Problem von Zukunfts-Dennis. Und ich freue mich. Richtig geil. Ja, also wie durch ein Wunder ist das alles da drinne. Nur der noch nicht. Will der auch rein? Komm mal her. Aber einsteigen bitte. Jo, einsteigen. Ja, geh rein. Das ist super. Guck nicht so doof. Geh rein. Los. Ja. Gut, ne? Cooler Hundeplatz. Ja. So, fahren wir mal die Foto eben weg. Einen wunderschönen guten Tag aus dem Herzen von Bremen. Um genau zu sein, aus dem Garten vom Herzen von Bremen. Hier wohne ich normalerweise, wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Zelten wohne, und zwar irgendwie relativ weiter oben. Ob ich da noch lange wohne? Ob ich da noch lange wohne? Ob ich da. Er wird doch nicht etwa, oder? Nein, nein, darum geht es jetzt aber nicht. Es geht jetzt um das, was der gute Scovi mir gebastelt hat. Zumindest ja, die Basis für unseren zukünftigen Reisehundeanhänger. Wir sind hier gerade schon mal ein bisschen am Testen, Probieren und sonst was. Ich habe auch einen lebendigen Ballast dabei. Wie findest du das so? Sehr begeistert? Sehr begeistert. Das, siehst du? Sehr begeistert. Ja, die Basis, die Scovi hier gebaut hat, ist echt geil. Für meine Anforderung wohl ein bisschen zu kurz, weil ich halt hier hinten noch diese Kisten mit drauf haben möchte. Die Kisten habe ich mir jetzt folgendermaßen überlegt, werden in etwa so sein, dass man sie hier so öffnen kann. Dann kommt man halt ran. Uhr.
Ups, Entschuldigung, Schwerpunkt verändert. Ja, hier wohnt dann die Powerbank plus noch ein bisschen die Technik, die dann da reinkommt. Und hier oben wohnt dann die Kleidung, die bisher auf dem Fahrradgepäckträger war. Ich habe jetzt das Ganze so, man sieht das jetzt auch, mit ein ganz bisschen Gewicht ist das Ganze gleich wieder schwerpunktneutral. Und darum geht es mir jetzt auch, dass ich das so habe, dass ich vorne an der Deichsel vom Fahrrad möglichst wenig Kräfte nach oben und unten habe, sondern wirklich nur Zug- und Bremskraft. Du darfst jetzt auch mal wieder raus. Warte, kommen Sie raus. Ja, ja, Sie waren früher schon mal der Hund, ne? Und heute sind Sie wieder der Hund. Ja, jeder darf mal der Hund sein. Jeder darf mal der Hund sein. Ja, die Freude des Rauskommens ist noch ein bisschen größer als die des Reingehens. Aber das wird schon noch. Da wird er sich auch dran gewöhnen. Ja, wie genau ich das Ganze hier zusammenbastel, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal irgendwie wahllos irgendwelche Alu-Teile und Steckverbindungen gekauft. Und ja, irgendwie werde ich das jetzt zu irgendwas Sinnvollem zusammenpuzzeln mit ein paar Winkeln und Schrauben und sonst irgendwas. Dann auch neu, die Powerbank habt ihr schon gesehen. Und die gibt es dann in Verbindung mit 3 von diesen 50 Watt Solarpanels. Eins kommt dann hier noch drauf, eins hier. Also das ist ja schon da. Und das dritte wird irgendwo angebracht. Oder vielleicht nehme ich es auch nicht mit. Vielleicht nehme ich hier auf dem Fahrrad 100 mit und da zusätzlich nochmal das 150 Watt Faltpanel, was ich noch habe. Das werde ich mir noch überlegen. Ja, ich werde jetzt mal irgendwie ein Werkzeug auftreiben und dann versuchen mit meinen mäßigen handwerklichen Fähigkeiten. Was ist denn mit diesem Hund? Was hat der? Ja, du musst da bald wieder rein, das stimmt. Mäßigen handwerklichen Fähigkeiten, das Ganze irgendwie zu was Stabilen, Soliden, Coolen und Praktischen zusammenbasteln. Was könnte eine Herausforderung werden. Wie das so aussehen wird zum Schluss. Ich bin selbst gespannt und ihr dürft es auch sein.